Was heute Masken für uns sind, war früher dieser Spucknapf für unterwegs. Schutz vor einer tödlichen Krankheit. Im 19. Jahrhundert ist die gefährliche Infektionskrankheit Tuberkulose in Europa weit verbreitet. Die Diagnose ist damals schwierig, die Behandlung oft hoffnungslos. Die Krankheit betrifft meistens die Lunge. Sie kann aber auch Organe, Knochen und sogar das Gehirn befallen. Erkrankte husten Schleim mit totem Gewebe und Tuberkuloseerregern. Und jetzt kommt dieses blaue Fläschchen aus dem Museum im Wiener Narrenturm ins Spiel. Es ist ein sogenannter blauer Heinrich. Um die Verbreitung der gefährlichen Krankheit einzudämmen, spucken Tuberkulosekranke in diese Flasche. So können sie damals auch unterwegs niemanden mit ihrem hochinfektiösen Schleim anstecken.